Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Caesar 3. Ich dachte mir, ich nehme einfach gleich nochmal, also nicht gleich, aber heute einfach nochmal was auf. Und ja, ich erinnere mich noch, wir können jetzt Waffen verkaufen. Passt ja auch, wir haben Arbeitslosigkeit, das kann ich nicht tolerieren. Moment, wie viel wollen die? 25, das ist gar nicht mal schlecht, denn Waffen bringen ordentlich Geld. Auch wenn mein Katze jetzt meckert. Dank des Imperators. Ach, das habe ich ja auch schon. Seht ihr? Gut, dass ich das gemacht habe. Das hätte ich wieder vergessen. Okay, nehmen wir mit. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass da ja wirklich Leute langlaufen. War das schon immer so? War das auch in der alten Version? Ja, doch, war wahrscheinlich schon in der alten Version so. So. Dann bauen wir hier wieder einen Präfektor. Ingenieurskosten. Wenn die besetzt werden, dann auf. Ja, müssten sie aber eigentlich. Dann kann ich die wahrscheinlich abreißen. Wahrscheinlich. Sieht gut aus. Danke. Also, ich hab mal mehr dafür. Ich hab mal 105. Ich hab mal 190 dafür erhalten. Danke. Danke, Rom, dass du immer so schön mitarbeitest. Steht's eigentlich? 26 Arbeitslose. Müsste eigentlich passen. Habe ich schon Export? Export über 10 passt eigentlich. Ja, das dachte ich mir schon. Was ich mir aber noch gönne. Hier hinten. Oh, ich dachte gerade, wieso rennt hier ein Präfekt rum? Irgendwas ist zusammengekracht. Wahrscheinlich kein Essen mehr. Ja, ist ähnliches. Nicht gut! Oh, ich meine, das Vor ist abgerissen. Obwohl, nee, dem ich hätte gefragt, meine Vor. Von daher kommt es seltener vor, dass ein Vor aus Versehen abgerissen wird. Ja. Ach so, ich dachte gerade was anderes. So, ich lasse mal kurz meine Katze raus. Warum auch immer die mitten in der Nacht raus muss. Das sind immer solche wichtigen Sachen. Ja, geh schon. Ein Glück habe ich mit Jetzt geh raus, Mensch! Bleib in der Tür nicht stehen. Ich hätte sie beinahe aus Versehen verletzt, weil ich die Tür zugemacht habe, weil Caesar mich abgelenkt hat. Caesar will, dass ich meine Katze verletze. So. Wo denn? Ach, egal, ich sollte auf jeden Fall helfen. Leptis Magna. 24 Monate, wo ist Leptis Magna? Die hatte ich doch hier unten irgendwo gesehen. Es bietet sich natürlich an, ach, da sind sie auch, dass nicht eine von denen hier hilft, die umliegend in was sind, was naheliegend ist, sondern wir müssen das machen. Okay. Jetzt sind sie bei uns. Noch nicht vor den Toren, oder? Entfernte Schlacht. Einmal die Kanäre. Einmal Wurfspeer. Wird schon passen. Wie groß ist die? Mittlere Truppe. Okay. Müssten sie eigentlich schaffen.
Mehr hab ich gerade eh nicht. Okay, natürlich könnt ihr mir sowas. Das ist ganz wichtig, dass sowas passiert. Was ist hier eigentlich los? Ach ja, richtig, Wasser. Da war ja was. Ich habe mich noch gefragt, irgendwas fehlt hier. Ihr verarscht mich, oder? Guck ich gleich. Okay. Ey! Lösch doch mal das, das ist gefährlicher. Kleiner Tempel. Kleiner Tempel. Kleiner Tempel. Kleiner Tempel. Das ist wie kleiner Onkel, nur als Tempel. Kleiner Tempel. Hier oben kann ich ja glaube ich eh nichts bauen. Nee, da, da müsste ich noch ein Stück weiter gehen. Ah, schön. Venus, du musst weichen. So, was haben wir denn am wenigsten? Theater haben wir tatsächlich am wenigsten. Perfekter Amphitheater. Oh, das habe ich auch noch nicht. Hoffen wir, dass das jetzt bald besser wird, wenn das Obst da reinkommt. Wenn das besser wird, dann geht es denen auch bald besser. Beziehungsweise könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass ich hier vielleicht noch ein Was war das? Eine Ölmühle, ja, die ist ganz wichtig hier hinten. Da wird es auch am meisten bringen, schätze ich mal. Auf jeden Fall müsste es jetzt eigentlich besser werden dadurch. Mit der Produktion. Das heißt, die Häuser klappen schon mal nicht mehr zusammen. Okay, wir haben noch eine 11 Legionärstruppe. Das sollte eigentlich reichen für einen Angriff. Ach ja, ein Bergwerk ist ja auch noch eingestürzt. Schon wieder das Gleiche. Ich gebe zu, das macht ihn nur, um mich zu ärgern. Euch fehlt jetzt die Bildung, schätze ich mal. Ceres? Du kommst mal mit hier rüber. Schön. Wie geht's den Göttern? Erfreut. Okay, jetzt haben sie die Märkte sich wahrscheinlich erstmal wieder schön voll gemacht. Nee, haben sie nicht. Ich hab's einfach nur gehofft. Obwohl, die haben gar nicht so wenig Essen. Das heißt, sie müssten eigentlich relativ dick sein mit ihren. Das verteilt auf jeden Fall gut. Feinde rücken näher, bis sie da sind, bin ich fertig. Und sie sind tot. Ah, es braucht doch noch ein bisschen länger, bis das fertig ist. Aber so schlecht dürfte es gar nicht laufen. Also es kommt wirklich permanent Nahrung rein. Also für solche Leute ist kein Platz in der Stadt. Interessant. Hatte ich jetzt so. Ach, wahrscheinlich, weil das Ding vollgelaufen war. Die Oliven sind auch fertig. Ja. Oliven kann ich nicht verkaufen. Aber vielleicht habe ich Glück und es kommt doch noch irgendwas zustande. Warte mal. Was kaufst du eigentlich? Der verkauft Geschirr auch. Ja, das ist gut, weil Geschirr hätte ich wahrscheinlich mit nur 40 ein Problem gekriegt auf lange Sicht. Kann ich Gemüse überhaupt anbauen? Schweine könnte ich noch machen, aber die will ich jetzt auch nicht.
Obst und Weizen ist gut, meine Leute leben gesund. Deine Arzt beim Blutspenden hat auch gesagt, ich esse doch relativ wenig Fleisch, wenn ich nur einmal in der Woche Fleisch esse. Das erklärt auch meinen geringen Eisengehalt im Blut. Ich finde schön, dass heute erst Samstag ist. Da habe ich tatsächlich noch ein bisschen. 4 Wachstumsstufen immer. 3, 4. Schön. Also es gibt noch so ein neues Modpack, glaube ich. Ich weiß nicht, dass die Dinger von Cäsar 3 anders aussehen. Aber ich finde, es gefällt mir nicht. Bin ich ganz ehrlich, es gefällt mir absolut nicht. Die hat auf jeden Fall noch gut. Die hat auch noch gut gegessen. Die nicht. Muss ich zunächst mal holen. Und du hast gerade geholt, oder? Dachte ich zumindest. Wie geht's bei euch? Ein bisschen was hast du noch. Und du hast auch was. Ich finde es immer gut, wenn ihr seht, dass die immer noch was drin haben, dann funktioniert es auch gut. Dann füllen die langsam. Dann sind denen ihre Speicher nämlich aufgefüllt. Dann fangen die an, die Speicher aufzufüllen. Und dann werden die voll. So einfach funktioniert das System eigentlich. Ja. Keine Spur. Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit dieser Route. Ja, das Problem ist wohl eher, dass wir. Dass wir gerade. Ich hätte eigentlich Öl haben müssen. Aber wahrscheinlich wurde das vorher schon verkauft. Haben wir genug Leute? Oh ja. Ich möchte anmerken, ich habe noch nicht mal einen Senat. Okay, hier habe ich soweit alles zugebaut und ich brauche 7000. 7000, Wohlstand von 33, das wird noch ein bisschen schwierig. Akademien brauchen wir noch. Ist aber auch kein Problem. Wir jammern da ja auf relativ hohem Niveau. Mars, ich brauche den Platz hier. So. Ja, 30 Leute kriege ich da rein. Kümmere ich mich jetzt schon mal ein bisschen so drum. Bibliotheken. Durchschnitt, ja. Unterdurchschnitt, ja. Eingeschränkt aufgrund der Änderung unserer Bedürfnisse haben wir die Quantität der folgenden Güter, mit denen wir handeln wollen, erheblich einschränken werden. Jetzt wollen die bloß so 15. Ja. Ja, erst zahlen sie weniger, dann gibt es weniger. Angestellte benötigt. Nö, tatsächlich nicht. Theater. Naja. Man kann es nicht allen recht machen. Die Frage ist aber, na, hier unten will ich eigentlich nicht. Ich werde hier wahrscheinlich die nächste Stadt errichten. Ich wollte gerade sagen, es sind bestimmt Feinde vor den Toren. 1, 2, zack. Das bezweifle ich zwar, aber red du nur weiter, dein Kind. Fuck! Okay, das muss ich leider laden. Das geht nicht anders.
Ehrlich gesagt, da ich ja weiß, dass die eh die Handelsbeziehung einschränken. Dann wissen wir es wenigstens, ich muss mehr schicken. Waffen. Okay, schicken wir mal noch ein Vor für Legionäre. Hier hin. Wie viel habe ich jetzt? Was habe ich jetzt? Legionäre, Legionäre. Bauen wir noch eins für Legionäre. Ja, ja. Und einmal Wurfspeer. Was wollt ihr jetzt? So, jetzt muss ich das hier aber alles nochmal bauen. Ich hab's aber irgendwie gewusst. Mich hätte jetzt aber bloß noch interessiert, wie stark haben wir verloren. Ja, das hat man schon. Aber es kann ich mir halt leider nicht leisten, wenn das passiert. Erzähl doch mal einen neuen Schwank aus deiner Jugend. So, das ist schon mal das Grundding. Ups. Kann nicht mehr. Ups. Da kommt auch noch was hin. Venus. Ein Forum bei der Gelegenheit. Und ein Markt. Bauen wir mal hier hin diesmal. Die muss jetzt erstmal warten. Okay. Vor allem mit zweimal Wurfspeer und einmal Legionär kann man sehr viel erreichen. Aber anscheinend ist die Stadt nicht nur schlecht, also... Die haben 2 Jahre Zeit, um sie vorzubereiten und das würde eigentlich mit implizieren, dass ich baue Verteidigungsanlagen. Und wie gesagt, damit ist viel getan. Vielleicht warte ich einfach mal dieses eine Jahr noch in der Hoffnung, dass noch eine Legion fertig wird, dass ich noch was abschicken kann. Ey, er verarscht mich doch! Steht's eigentlich? Ist der angetan? Oh, sehr schön. Jetzt hat er die ganzen Rohstoffe mit einmal genommen. Bibliothek. Vielleicht baue ich später hier noch eine Schule. Auf jeden Fall, die Speicher müssen jetzt alle wieder voll werden. Ja, ein paar Leute fehlen in der Infrastruktur, aber das wird sich jetzt bald ändern. Bestimmt schon wieder leer, ja. Wir haben jetzt leider nicht so viel. Zumindest ist es gut, dass die hier lang läuft. Wow. Die holt gerade Neues, aber es ist nicht so viel drin. Deshalb hat sie nur ein Kind. Oh, jetzt hat mehrere Kinder, das heißt, da sind ein bisschen mehr da gewesen. Ah ja, ist gerade was reingekommen. Holt sie jetzt nochmal? Nee, ich glaube, sie verteilt in die falsche Richtung. Ist auch schon alles, es haben die sich alle unter den Nagel gerissen, haben nicht alles gekauft sofort. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen was. Das heißt, Leute kommen in die Stadt. Für eine mittlere Truppe schicke ich normalerweise zweimal Wurfspeer und auch zwei Legionäre.
Und vielleicht steht auch immer noch mittlere Truppe, das kann auch sein. 18 Monate. Wäre halt echt gut zu wissen, wie viel es nun wirklich sind. Und wenn ich die Truppen selber befehligen könnte, ich würde sie effizienter einsetzen. Eine einzelne Truppe rauspicken gleich am Anfang und die zum Beispiel in die Legionäre rennen lassen. Wahrscheinlich setze die Wurfsperre vorne ein und schicke dahinter die Legionäre. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen bei dem. Dann können sie wenigstens eher werfen. Ah, da werden vorher abgestochen. Wie weit sind die bei uns? Dauert noch ein bisschen. Warten wir noch, bis die Hengste noch voll sind. Ich finde es wenigstens gut, dass sie nicht alles irgendwo reinstopfen. Das geht echt schnell, muss ich sagen. Die Ausbildung. Wenn ich dran denke, Legionäre waren wirklich unglaublich gute Soldaten. Also sie hatten eine richtig harte Ausbildung. Die war doppelt so hart wie die von Hilfstruppen. Und ich habe schon mal drüber geredet, das ist schon ewig her. Legionäre waren Römer und Hilfstruppen waren im Grunde in der Provinz eingezogen, ne? Die Legionäre haben natürlich mehr Gold bekommen, aber wenn du deinen Dienst 20 Jahre hier abgeleistet hast, als Hilfstruppe, hast du die römische Staatsbürgerschaft. Und mit all den Privilegien. Und das war halt wirklich was Praktisches zu der Zeit. Ich meine, die Pflichten hattest du so oder so. Von daher, wenn du es also überlebt hast, war es gar nicht schlecht. Okay, die sind soweit fertig, das müssen die jetzt schaffen. 4 Truppen, 2 Legionäre, 2 Wurfspeer, sollte klappen. Bewegt euch hier, Säcke. Was ist denn hier los? Kein Essen. Das ist nicht so gut. Ist auch eigentlich ein Umweg, den die da schieben, aber ist mir egal. Weil jetzt alle zusammen, ist bei euch auch so? Nee. Wahrscheinlich hat das ganze Essen prima hier unten verteilt und deshalb kriegen die da auch nichts mehr. Ah, ist wieder was. Aber ihr kriegt nichts. Ja. Ja, einmal Wurfsperr und einmal Legionäre wird schon reichen. Ihr habt das ganze Essen... Ihr habt doch 40 mal Obst gehabt. Alte Fresshecke. Holt das Obst. Je mehr Kinder, umso besser. 600 Obst. Jetzt verteilt das hier unten. Nee, verteilt das doch nicht da oben. Ich überlege gerade, ob ich den Markt... Ah, machst du es jetzt? Okay, der Markt ist da nicht so gut platziert. Okay, du bist des Todes. Die läuft dann wenigstens... Ich hoffe doch, dass sie nicht da oben lang läuft. Die läuft dann hoffentlich wenigstens hier lang. Aber das ist ja echt blöd, wenn die hier nie was abkriegen, weil der dort hier hochrennt. Müssen 5 Kinder sein. Nee, 8 sind immer mindestens 5 pro 100 Einheiten eine und dann noch ein Mob extra, schätze ich mal. Und das Obst ist direkt hier rein, ja.
Hat schon alles verteilt. Wie steht's hier? Pasta. Die haben aber auch einen Affenzahntrock, muss ich sagen. Es gibt nicht genügend Nahrungsmittel hier. Die Bürger sind daher ziemlich unzufrieden. Wenn ich nicht bald etwas zu essen bekomme, werde ich diese Stadt verlassen. Oh, die Leute lieben uns doch. Sie haben doch zu essen. Wir haben doch keine Vorräte, das ist alles. Mars, du weichst trotzdem wieder. Weil ich es dir befohlen habe. Und Mars hat Angst, wenn ich sauer werde. Eine Bibliothek. Und eine Akademie bauen wir mal dahin. Ja, weiß ich schon. Angestellte benötigt. So, jetzt hoffen wir einfach mal drauf, dass die Stadt diesmal hält. Waffen lohnen sich jetzt zwar nicht so sehr, aber ehrlich gesagt, ich Feinde vor den Toren, das heißt innerhalb von einem Jahr und bis dahin, der Feind ist gleich, trifft gleich zusammen. Und ich habe halt auch festgestellt, die nutzen nicht mal die Verteidigungskräfte der Stadt, also Dompteure, Gladiatoren, Präfekten, die auch wirklich kämpfen. Ihre Unterstützungsgruppen haben die eindringenden Barbaren geschlagen. Aus Dankbarkeit schickt ihnen Cäsar Material und Männer für den Bau eines Triumphbogens in der Stadt. So, ist jetzt glücklich. Außer sich vor Freude. Ja, das wundert mich nicht. Oh ja, ich muss aber sagen, dafür, es steht immer, starr vor Angst, total verängstigt, es steht immer mittlere Truppe. Ich muss aber sagen, das war garantiert keine mittlere Truppe. Ist kein Wunder, dass sie das letzte Mal verloren haben. Das muss... Aus meiner Sicht war das wahrscheinlich eher eine große Truppe schon. Ah ja, die ist schon eine mittlere Truppe. Nein. Besser. Diese falschen Infos, die man kriegt, da wundert es mich auch nicht, dass ich verloren habe. Ärgerlich ist allerdings immer noch, dass wir eine mittlere Provinz haben, eine friedliche Provinz haben und trotzdem müssen wir anderen helfen. Und wenn ich einfach überhaupt nicht ausstehen kann, dann ist es anderen zu helfen. Das ist für mich ganz schlimm. Ein Arzt. Ein Keres-Tempel. Da wird immer schön gekehrt. Kennt eigentlich jemand Neptunriegel? Ich habe sie noch nie gegessen, aber ich kenne sie auch nur aus Monk. Die Venus. Nee, die kommt nicht dahin, die Venus. Ein Forum. Und ein Märkchen. Und ein Märkchen. Angestellte benötigt, von mir aus. Angestellte benötigt. Und ein Theaterchen. Und ein Amphitheaterchen. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Ja, ich glaube, da fehlen noch Plätze. Ja, jetzt wird es alles schöner. Machen wir alles noch schöner. Aber was können. Tja, also wenn wir schon leben, schlecht leben ohne Essen, dann wenigstens mit Stil, ja?
Oh ja, 11 Angestellte, die werden mich gleich zuziehen. Wie steht's hier? So viel Essen ist da jetzt auch noch nicht drin. Hier oben sieht's ein bisschen besser aus, aber das Problem ist halt, nur weil es so mittel voll aussieht. Es gibt nicht genügend zu essen hier. Wie soll ich hier genug verdienen? Ganz einfach, Essen wird teurer, wenn es weniger da ist. Darum sind die armen Leute als erstes in Rom verhungert, immer wenn die Lieferungen ausgeblieben sind. Unkreativ, okay. Ah, jetzt will die blöde Katze wieder rein. Hier ein paar Schweinchen. Obst. Obst ein bisschen weiter weg. Obst nicht besser, ein bisschen weiter weg. Schauen wir, ob wir es noch brauchen. Vielleicht muss ich noch umbauen. Ein bisschen für Obst. Auch das ist wieder eine sehr willkommene Arbeit, Abwechslung. Ein bisschen Weizen. Ich könnte höchstens die beiden nochmal abreißen. Ah, das ist besser. Ach ja, Bildung, da war ja noch was. Diese unwichtigen Kleinigkeiten, die wir heute mal wollen. Schule oder Bibliothek? Ich nehme die. Warte, ich muss Bibliotheken bauen, ich kann gerade nicht kämpfen. Meine Soldaten sind halt nicht da. Aber ich habe halt Legionäre. Die werden euch ins Nirvana schlagen. Wahrscheinlich würden die Legionäre es alleine schaffen. Aber ich glaube, das waren doch diese Einheiten, die dafür sorgen, dass meine Legionäre ihre Schilde heben, wenn sie ihre Speere werfen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Erwarten wir sie auf unserem grünen Rasen. Ja, also das hat durchaus gereicht. Ein Triumph! Naja, die hätten jetzt eh nicht viel machen können, die sind ja total... Okay, mit einmal sind sie ermutigt. Interessant. Die Moral hat sich ein bisschen verbessert, wie es scheint. Die waren ja total verängstigt und am Boden zerstört. Habe ich genug... Oh, ich habe Arbeitslosigkeit. Angestellte benötigt immer noch. Arbeitslosigkeit ist sicher schon wieder Laber. Ach hier, noch eine Schule, weil wir es können. Und ihr werdet auf jeden Fall schon die 3000, wie gesagt, wir brauchen noch deutlich mehr, es wird nicht so einfach. 7000? Was mich halt am meisten stört, man hat immer weniger Grünfläche zur Verfügung. Ich dachte, die fallen schon wieder zusammen, aber ich habe mich geirrt. Wir haben noch Fleisch da. Wahrscheinlich muss ich hier hinten auch noch was bauen. Ich darf da keine Anbindung haben, also müsste ich hier hinbauen. Das Ding. Farm. Obst. Kommt hier hin, ist er leer. Verteil mal kurz dein Essen. Ach, weißt du was? Nee, jetzt ernsthaft, verteil mal dein Essen, Alter. Geht doch. Badehaus. Ist in Betrieb und die hiesige Bevölkerung ist sauber und entspannt. Das ist schön. Sobald wir nämlich das Essen im Griff haben, müssen wir hier mit dem nächsten anfangen.
Ihr habt das jetzt hoffentlich nicht überall gemacht, oder? Irgendwer wird es bestimmt verkaufen von euch. Der hat einfach echt nichts, was ich gebrauchen kann. Sind die alle eingezogen? Ah, ne, da fehlt noch einiges. Wie steht's mit Kultur? Oh, Kultur haben wir. Durchschnitt, also müssen Durchschnitt erreichen in etwa. Ja, Akademie, klar. Also müssen wir eigentlich so Durchschnitt erreichen. Hab ich schon Forum. Das reiße ich später vielleicht wieder ab. Und ihr habt Geschirr. Also ihr habt Essen, Mädchen, also holt euch mal ein bisschen Geschirr ab. Sehr schön, aber nicht bloß 200 Einheiten, die du gerade hast, oder? Ey, holt doch einfach mehr. Moment, was? Möbel. Da passt jetzt schon einiges mehr rein. Möbel. Würde ich tatsächlich so machen, dass ich die hier hinten produziere. Ah, da warte ich noch kurz. Ich hätte gerne einen Job hier hinten. Wenn du so immer so einen halben Monat Leerlauf hast. Ja. Aber da brauche ich jetzt mal die Arbeitskräfte wieder. Dann mache ich nämlich hier weiter mit Möbeln. Müsste aber eigentlich reichen. Also was denn? Felsen? Felsen sind unpassierbar und können nicht weggeräumt werden. Marmorsteinbrüche und Eisenbergwerke können in der Nähe von Felsen. Ja, klar. Gut, der Präfekt hat auch. Nicht schön da. Frage ist. Okay, scheint zu reichen. Dann kann ich euch auf jeden Fall schon mal weiter aufleveln. Ich muss auf jeden Fall Geschirr importieren. Naja, Akademie ist mir schon klar. Merko, du kannst auch noch mal hier hinten hin, denn hier fangen wir jetzt langsam an mit Badehäusern. Ceres auch. Auch hier gibt es ein Badehaus. Nicht jetzt.
schön. Was ist euer Problem? Gut, aber nicht ausreichend Unterhaltung. Vielleicht. Ich brauch's eh noch. Von daher. Ja. Ich hab dich ja auch lieb. Verkaufen wir leider nur immer eine bis zu 20 Geschirr anscheinend. Das missfällt mir. Damit kann ich ja eh nichts anfangen. Ich habe keine Werkstatt dafür. Das ist schön. Zufrieden. Naja, Tierkämpfer haben wir eigentlich noch gar nicht. Das müsste aber unsere Kultur steigern. Ja, Akademien sind immer noch ein Problem, ich weiß. Ihr wollt eine blöde Schule dazu. Was wollt ihr dazu? Ein barbiges Bier. Was sagt denn die Rhabarber-Barbara dazu? Wie wollen die denn jetzt? Wie war's? 25 haben wir aber auch schon fast abgeliefert wieder. Ist aber auch fast November. Machen wir es mal schnell bevor. Okay. Hast du schon alles verkauft eigentlich? 40 Geschirr, ja. Mach ruhig meine Lager voll, habe ich nichts dagegen. Na, jetzt geht's los mit Öl. Enthalte ihm das Öl hier mal vor. Okay. Verkaufst du etwa erst? Ich muss halt aufpassen, dass das Geschirr da unten nicht... Die verkaufen echt nicht über 20. Das ist totales Problem für mich. Sobald ich 20 erreicht habe, hören die auf. Das ist so blöde. Dass man das nicht einstellen kann, wie weit ich importiere. Okay, was macht ihr jetzt? Gut, aber nicht ausreichend. Ja, Unterhaltung. Mehr Unterhaltung. Hier ist auch ein schöner Platz für ein Kolosseum, würde ich gerade mal sagen. Angestellte? Angestellte.
Oh, das ist voll. Das auch. Mal sehen, wie viel das bringt. Ja, Gesundheit und Bildung. Ich kann aber auch hier lang. Okay, das Löwenhaus muss woanders hin. Das muss dann hier hin. Aber dass die möglichst hier irgendwo durchrennen. Macht ja auch Sinn, dass sie da langlaufen. Okay. Perfekt. So muss es laufen. Möbel sind da oben. Los, kommt doch her. Wir rennen einfach mal direkt rein. Bindet sie einfach mal, damit sie keinen Scheiß bauen. Also sie haben halt einfach keine Chance gegen Legionäre. Ja, 35 ist nicht so viel. Braucht Möbel, was fehlt euch eigentlich? Euch fehlt wahrscheinlich das Geschirr. Da kommt ihr auch nicht so schnell ran. Muss bloß aufpassen, dass das Geschirr nicht irgendwann leer wird. Ich könnte jetzt natürlich noch hier ein Lager bauen und hier nur noch Möbel erlauben zusätzlich, weil da oben habe ich ja eh immer zu viel. Schätze ich zumindest. Bau mal da noch ein Sägewerk rein. Aber nur weil ich kann. Und eine Werkstatt für Möbel. Passt schon. Gibt es eigentlich auch Badehäuser irgendwie einen Schnitt? Sollten wir mal hier schauen. Ah, nur für Krankenhäuser. Die Gesundheit der Stadt ist perfekt. Ihre leeren Wartezimmer sind im ganzen Imperium ein leuchtendes Vorbild. Hab ich noch nie drauf geschaut. Gut, Akademie ist natürlich schwach. Sehr gut. Theater bräuchte man mehr. Wie ist mit euch? Wir brauchen Möbel. Wo habt ihr die Möbel her? Ja, ich frage mich eh, wie eine Geschirr rankommt, aber ist auch egal. Ihr habt Geschirr, das ist schön. Weil für euch war es auch vorgesehen. Nicht. Dann haben sie auf jeden Fall die... Er wird auch mit da hochrennen. Das heißt, die müssten alle genug... Kolosseen haben. Ja. Ne, die da hinten haben nichts. Kann ich euch auch nicht helfen. Barbier. Da gewinne ich nicht wirklich was, wenn ich das hinbaue. Ah ja, zwei Leute sollten ja doch wohl irgendwie drin sein.
trockenen Nebel. Ja. Sind bloß keine mal wieder. Ein Stuhl haben und sich für was Besseres halten, das können wir leiden. Mach dir dieses verdammte Geschirr her. Okay, machen wir es bei Möbeln vielleicht. Eher so. Müssten ja zwei Lager eigentlich immer voll sein, vorher wird es nicht verkauft. Moment. Ah, tatsächlich. Das ist mir aber ein Gesundheitsrisiko. Beziehungsweise, wenn ich das Lagerhaus hier herpflanze. Jetzt komme ich halt langsam wieder an und kriege halt langsam Rufen. Okay, die beiden erhöhte Attraktivität. Wenn ich den Präfekten hier wegnehme und hier entpflanze, also Ingenieursposten. Oh, das ist ein Moloch. Reicht dir das? Also rundherum bringt es Attraktivität. Theater haben wir auf jeden Fall. Unterhaltung. Amphitheater. Naja, klar. Unterhaltung. Kolosseum haben wir. Okay, uns fehlt das Amphitheater. Eine vor den Toren, von mir aus. Ihr müsst jetzt genau den gleichen Weg gehen wieder. Ah, was ist das hier? Das erst, wenn da ein bisschen Klappe halten, das war ja eigentlich auch nie dafür gedacht, dass es so weit geht. Möbel. Moment, ich habe ja einen Fehler gemacht. 70 war schon richtig, hier passt ja 30 rein. Setzt auf jeden Fall raus, dass hier immer ein bisschen was drin ist. Brauchen alle Müll? Zwei davon Nahrungsmitteln. Klar, die haben wir hier ausgeschaltet. Beziehungsweise hier gar nichts angebaut. Schweine. Ja, ist alles voll mit Obst gestopft. Okay, machen wir es anders. Arzt dahin. Badehaus hier. Das ist doch besser. Scheint zu reichen. Natürlich. Bibliothek. Hilft auch der Attraktivität. Nee, tut's nicht, aber... Ja, der Kultur meinte ich eigentlich. Die wollen aber nur Akademie wieder. 30. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch hier was.
Bildung, Bibliothek. Ja, ja. Der Bibliothekar ist mal wieder einer der schlauesten Menschen. Bildung, Schulen. Schulen sind deutlich einfacher. Bildung, Akademie. Ja. Müsste eigentlich irgendwie hinhauen. Ja, bloß eine Art von Nahrungsmittel leider. Klar, der Markt wird sich nachteilig aus, nicht das Ding hier. Die Obstbaum ist natürlich das Sinnbild von Attraktivität für die. Ist mir schon klar. Aber eigentlich sollte sie nicht höher werden. Obwohl, solange sie keinen Wein kriegen, fallen sie nicht... Ja, ich sag, Schulen sind unattraktiv. Das war mir schon klar. Ich wusste das schon immer. Solange sie keinen Wein kriegen, ist so Platz dafür hätte, ja. Wären es keine Villen. Von daher kann da eigentlich nicht viel passieren. Okay, die steht hier hinten. Das Geschirr nimmt langsam ab. Das heißt, ihr kriegt erstmal kein Geschirr mehr. Da muss ich echt aufpassen. Oh, ich verkaufe jetzt plötzlich doch mehr Geschirr. Wo man in dieser Stadt auch hinguckt, überall sieht man Stellenangebote. Mittlere Insula. Große Insula. Die sieht irgendwie für mich besser aus als die. Diese Terrasse, diese schönen Bögen. Gefällt mir einfach besser als die hier. Was ist mit dir? Wein. Ach, ist das nicht auch eine Herrschaft? Ach, sind herrschaftlich. Ach, deshalb sieht die auch besser aus. Was ist euer fucking Problem? Möbel! Kriegt ihr das nicht hin, ihr Scheißmärkte? Ah ja, ich habe ich ganz vergessen. Zur Sicherheit, wenn die nicht schaffen, mobilisieren wir mal alles. Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Dein Problem. Mitten rein. Ui, das sind aber viele diesmal. Okay, die machen mal die legendäre Platz. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gegendrücken, gegendrücken. Gar nicht gut. Kolosseum kaputt. Wir machen alles kaputt. Hey, haltet die. Toll! Okay, das war blöd von mir. Das war ein Kolosseum. Ein Kolosseum? Ja, war nur ein Kolosseum. Das? Ein Amphitheater sollten wir auch wieder aufbauen. Das war Weizenfarm. Und das Lager tut besonders weh, denn da war das Geschirr drin, wie man gerade sieht. Verpisst euch. Wir könnten jetzt alle hier zusammenkrachen, deswegen. Toll. Glücklicherweise haben sie noch Geschirr hier drin. Was ist denn schon wieder euer Problem? Warum schafft ihr es nicht jetzt? Warum schafft dieser Kackmarkt nicht, die Möbel hier reinzukarren? Okay, das Theater. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Offenbar ist der ein bisschen überfordert. Merkt man immer an sowas, wenn sie halt die Sachen nicht regelmäßig reinkriegen. Dann schaffen sie es nicht, ihre die Güter zu holen. Bergwerk.
Das ist immer das Zeichen für euch, ihr müsst ein bisschen umdenken. Das heißt, die brauchen einen neuen Markt und ihr braucht eigentlich für große, je größer das ist, umso mehr Märkte braucht ihr auch, weil die halt immer mehr brauchen. Herrschaftliche Insula ist schon okay. Können wir so lassen. Ja, allgemeine Qualität der Gebäude, Akademie. Wenn das hier dann voll ist, mache ich da auch. Einen guten Tag. Naja, verkaufe Geschirr. Warum? Es ist einfach so traurig, dass ich nur eine gewisse... Ich kann nicht einfach sagen, hey, ich möchte mehr importieren. Es ist halt sehr viel Mikromanagement dadurch für mich. Und das will ich eigentlich nicht. Dass ich nicht einfach sagen kann, hey, hier sollen immer 8 Stück drin sein, hier sind immer 8 Stück drin und dann passt das auch. Nee, geht nicht. Was ist dein Problem? Möbel. Gesellschaftlichen Feinheiten. Da pfeife ich drauf. Es wohnen keine Arbeitskräfte in der Nähe. Schau doch mal da. Was ist bei euch? Gut, aber nicht ausreichend. Frag mich noch gerade, will ich euch so groß werden lassen noch? Wir haben jetzt tatsächlich Probleme mit der Nahrung, weil die Häuser zu groß werden. Wie zur Hölle? Die kommen komischerweise an Geschirr her, obwohl sie es gar nicht sollen. Wenn die jetzt ein bisschen zu essen haben, dann holen sie auch das andere, was sie alles brauchen, um es zu verteilen. Hat natürlich kein Geschirr, aber Möbel wenigstens. Ja, fahrt es ein bisschen runter, wenn das oben voll ist. Fände ich gar nicht schlecht. Versuchen es natürlich trotzdem erst hier oben reinzupacken. Oh, kommt denn jetzt hin? Ich hab noch nie so... Für solche Leute ist kein Platz in der Stadt. Ich würde dein Geschirr gern kaufen, aber du verkaufst mir es ja nicht. Ja, zweiter Vernahrungsmittel, darüber lässt sich halt wieder streiten. Aber das passt hier eigentlich. Wenn hier noch ein bisschen Geschirr reinkommt, dann werden die alle auch größer. Theater haben die gar nicht. Okay, Amphitheater hätte ich jetzt auch gewundert. Kolosseum haben sie eigentlich. Kein Theater. Warum habe ich eigentlich keine Leute? Die sind 28, wahrscheinlich weil die wieder nicht arbeiten. Kommt, müsste doch eigentlich Platz genug sein.
Spur von... Keine Spur von einem Rechen hier. Jetzt. Ich muss meine Stadt verbessern. Ich kann gerade nicht. Nicht jetzt. Ich hab doch gesagt, ich muss meine Stadt verbessern. Die lassen wir jetzt aber auch nicht so groß werden. Ja, ich brauche. Das Problem ist nämlich, ich habe keine Arbeitskräfte mehr, weil die zu groß sind. Ihr braucht erstens haufenweise Angestellte, um die denen alle ihre Bedürfnisse zu erfüllen, und dann arbeiten die auch nicht mehr. Das ist eigentlich das Schlimmste von allen, weil auch wenn du in so einem Riesending dann 200 Leute hast, es arbeitet halt keiner davon. Ja, das ist nicht so schön. Merkt man uns, das waren Schweine. Okay, es kann sich voll nicht mehr übergreifen, das ist schon mal viel wert. Ich habe vergessen, was ich hier angebaut habe. Nehmen wir doch Weizen. Ja, die ist halt nicht besetzt gewesen. Unterhaltung kriegt ihr natürlich auch. Theater. Eine Bibliothek und eine Schule. Und jetzt könnt ihr bitte groß werden. Jetzt baue ich das auch einfach mal hier hinten. Okay, ist wieder nicht besetzt, warum auch immer. Jetzt ist es wieder besetzt. Ach. Nein. So, schönes Aquädukt gebaut. Rom würde mich drum beneiden. Ah, gut, es hat sich aktualisiert, wie schön. Ich baue mir hier einen Weg durch, nicht dass es heißt, keinen Zutritt zum Imperium, weil dann bricht ja alles zusammen, die ganze Stelle, bricht wirklich alles zusammen. Ja, da hört das Geschirr schon auf. Hier wird Geschirr erstmal nicht mehr angenommen. Wir nehmen Geschirr erstmal hier an. Wie heißt denn mal bei euch? Ihr braucht jetzt eine Bibliothek. Wird immer schlimmer. Sagt doch, ihr werdet hier aufsteigen. Wollt ihr auch eine Bibliothek? Hilft wenigstens der Kultur auf die Sprünge.
Und ich würde sagen, ihr kriegt ihn trotzdem noch in die Bibliothek. Habe ich mit meiner Frau beschlossen, dass wir uns Feuerlöscher zulegen? Ach ja. Wo hängt denn eigentlich? Gesundheit und Bildung. Aber es wird besser. Wegen dem hier tatsächlich. Ach nee, ich wollte gerade sagen, was? Wieso? Haben wir das geschafft? Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Er spielt keine Rolle. Ach ja. Scheiße. Ich hab nie an ihm gesagt. Hier noch ein bisschen Geschirr. Sollte noch reichen. Ja, das wird noch ein bisschen reichen. Verkauft, okay, das ist schön. Essen ist wieder voll, das ist schön. Essen hält sich einigermaßen hier. Das hier passt auch. Hier, das scheint auch irgendwie hinzuhauen. Das hier ist nicht so gut. Steht hier? Ohne Personal ist diese Station kaum mehr als ein Angriffsziel für Vandalen. Höhe Schottland! Müsste auch irgendwie hinhauen, schätze ich mal. Dann habe ich wenigstens das hier mit. Ja, also dann haben sie Wasser und alles andere ist Banane. Oder Weizen. Je nachdem. Sehr schön. Ui, ui, ui. Warum? Was für eine sinkende Lebensqualität? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ach doch, ich weiß, was war. Das ist zusammengekracht und deshalb... Irgendwas hat gerade gefehlt und ich habe keine Ahnung. Ich habe sowieso nie Ahnung. Okay, ihr wollt jetzt ein Barbier. Sind wenigstens nicht ausgezogen. Kann es aber an und für sich so lassen. Wohlstand. Ah, das ist alles so kritisch. Oh, Gunst von 90. Leck mich am Arsch. Und das meine ich zu Cäsar gerade. Weiß nicht, ob die eine Verbindung zum Markt bekommen. Könnte sein, kann aber auch nicht sein. Also der Arzt kommt auf jeden Fall vorbei, das ist schon mal schön. Und ihr seid hoffentlich in der Lage jetzt, gut, den Perfekten zu besetzen. Ja, Religion. Oh, auch die kriegt dahin tatsächlich. Und ich bin mal so frei und gönne mir noch, wenn ich mir noch tatsächlich noch unter Erde hier gönne. 8 Arbeitskräfte. Wir könnten tatsächlich auch mal hereinkommen. Ja, Arbeitskräfte schlecht erreichbar, ich glaub's dir. Das reicht tatsächlich. Hätte ich gedacht, aber die werden tatsächlich mitversorgt irgendwie. Woran hängt es denn jetzt? Sinkende Lebens... Achso, die Parzellen wahrscheinlich. Es gibt kein kleines Zelt, was ich runterziehen kann. Wahrscheinlich gibt es freie Parzelle nicht als
als Angabe. Hier, bitte. Könnt ihr abends dahin gehen. Freut euch eures Lebens. Oh, Wohlstand von 70 bricht mir jetzt echt das Genick so ein bisschen. Da muss ich schon ein bisschen was Härteres auffahren. Frage ist, was ich mir gönnen kann. Ein Feuer kann ich mir gönnen. Ich meine, das ist zwar direkt mit dem Präfekten, aber das scheint nicht zu zählen. Eigentlich nur noch die Wohlstandswertung. Die hier bräuchten wir weitere Nahrungsquelle. Wo geht das fucking Fleisch hin? Es muss doch eigentlich hier drin landen. Ich habe doch Fleisch hier ausgemacht. Hier Fleisch. Wir sind ja auch nur das. Mach aber mal Fleisch hier nicht annehmen. Damit das Fleisch nämlich hier unten bleibt. Du hast Fleisch, okay. Ja, Attraktivität. Das ist vielleicht nicht unbedingt geeignet dafür. Jetzt kommen wir erstmal ein Stück hier hinter. Die beiden geht mal weg. Hilft das dir? Nee, warte, ich bin ja gerade umstrukturieren. Lass das drüber. Gib mir noch einen kleinen Moment, ja? Nicht nur, nicht nett, nicht nett. Los, war mitten rein. Haltet sie auf. Abstechen. Gegendrücken. Verluste? Oh ja. Der Legionärtrupp hat echt stark eingesteckt. Oder die waren dann wieder aufgefüllt, das kann auch sein. So. Das passt. Habe ich das hier wieder. Da habe ich auch wieder geschöpft und schön. Ich muss hier immer Bäumchen wechseln, die spielen. Das ist furchtbar. Mit dem Geschirrkäufen. Oh, ich habe endlich Arbeits. Oh ja, da war ja noch was. Das passt. Ja. Okay. Passt. Boah, den will ich eigentlich nicht abreißen. Hilft aber leider nichts. Oh, das hat geholfen. Wein. Okay, wir kaufen uns den Kackwein. Das ist ärgerlich. Die hätten halt wunderbar zusammen
fusionieren können. Ihr habt ein bisschen Geschirr. Der verkauft mir den Wald jetzt nochmal. Okay, ein fahrender Händler, das ist schon mal gut. Und du auch. Hab noch ein bisschen Zeit dafür. Ist gut, dass ich endlich mal arbeitslos habe. Euch geht's eigentlich ganz gut hier hinten. Ihr könnt eigentlich so weiterleben. Hier unten baue ich nichts hin. Da baue ich lieber hier eine weitere Stadt auf. Mir fehlen halt noch 2000 Einwohner. Wie auch immer zur Hölle ihr hier funktioniert, ey. Ernsthaft. Das wird teuer. Genau auch deswegen. Ja, Schlangen gehen auf. Kultur ist schön. Wohlstand brauche ich jetzt eigentlich prima. Was? Hallo, da sind... Wie soll, kannst du das nicht... Oh, okay. Okay, hab nichts gesagt. Okay. Ah, die Marktstände bewegen sich, wenn es klappt. Oh ja, das hat ordentlich Arbeitskräfte gekostet gerade. So, das wird eine ganz große mittelgute Siedlung. Und ja, wir haben sehr viel Geld verloren. Was, wo kommen die denn her? Darüber. Reicht das für alles? Sieht gut aus. Sehr schön. Ihr könnt dann für die Oberschicht arbeiten. Wenn ich das nicht direkt hier reingebaut hätte, hätte ich auch bessere Chancen, schätze ich mal. So, die nötigsten Sachen sind schon fast da. Schön, wenn ich jetzt wähle, kann ich meinen ganzen Wahnsinn auch herauslassen, wenn ich das möchte. Ihr habt wahrscheinlich Attraktivitätsprobleme. Handel, Attraktivität, oh, naja, geht so. Attraktiv, okay. Ich hätte gedacht, das ist schon zu nah.
Das hier gönne ich mir trotzdem. Ihr bekommt... Mehr wird es für euch auch leider nicht geben. Wie gesagt, das nicht jetzt. Ja. Ich verkaufe das tatsächlich die ganze Zeit immer, beziehungsweise es, ich muss tatsächlich langsam wieder auf mein Geld achten. Hier wird Geschäft wieder angenommen. Hier oben ist bestimmt voll. Ja, so wie es immer ist, wenn ich mal kurz nicht drauf achte. Das passt eigentlich noch. Vielleicht diesen ganzen Bezirk hier nochmal ummodeln. Das Lagerhaus hier zum Beispiel könnte weiter hier hinten sein. Das ist nicht so wichtig, wo das steht. Schauen wir mal, bis das leer ist. Das wird immer schlimmer. Würden hier bitte Leute einziehen? Okay, die sind besetzt. Das hier ist mit eigentlich das Wichtigste. Nehmen wir 25. Ja, Schulen wollt ihr jetzt auch. Woran liegt es denn? Akademie, natürlich. Gut, Unterschied. Bibliotheken sind perfekt. 7200, das reicht wirklich. Ich baue dann also eine Schule hier. Die kostet auch weniger Angestellte. Wie steht's hier? Überdurchschnitt, Überschnitt, Durchschnitt. Dann baue ich lieber Theater. Die kosten, glaube ich, weniger als die Amphitheater. Ach, ja, kostet ein bisschen weniger Arbeitskräfte. Ja, schön. Ach, die Wohlstandswertung wird mich umbringen. Gerade weil ich bestimmte Sachen hier einfach nicht machen kann. Aber ich guck mal, wie es jetzt aussieht. Also Arbeitsmangel wird auch... Oh, 200! Ich hoffe, wir sind nicht noch mehr aufgestiegen aus Versehen. Ja, bloß die Hampel hier. Wir sind zu Inseln geworden. Klar, der Markt schafft es nicht, Möbel reinzubringen. Ist ja auch logisch. Also jetzt kann ich mir auf keinen Fall noch ein Krankenhaus leisten.
gut. Arbeitsviertel. Dann habe ich wenigstens die Bevölkerung schon mal. Geht's euch hin? Wo war's denn? Hier. Das geht's immer noch gut, oder? Badehaus. Könnte ich mal tun, wie es scheint. Öl geht auch schon langsamer. Tatsächlich fällt mir gerade auf, ich könnte mir hier noch hier hinten noch ein paar Häuser gönnen, denn anscheinend haben die alles, was sie brauchen. Zweifelig zwar, aber red du mal. Oh nein, ich hab nicht aufgepasst. Ah, scheiße. Ach, weil ich doof finde, ist das jetzt passiert. Was machst du da? Jetzt baue ich das trotzdem. Ach, da wird ordentlich reingepackt, das ist ja nett. Okay. Verkauf die Waffen. Was? Hör auf, das zu importieren. Wir exportieren jetzt erstmal nur noch. Wir haben nämlich gerade ein bisschen Geldprobleme. Weil ich den ganzen Mist halt einfach importieren muss. Das ist jetzt gar nicht gut gelaufen. Kauft mal lieber das Öl. Ich glaube, Öl ist alles gerade weggegangen. Das verkaufen wir mal über Null. Ein bisschen Glück wird das auch gleich gekauft. Kauft meine Waffen. Ja, klar sind die Gebäude zu schlecht. Halt's mir unter die Nase. Ja, kauf die. Ah, danke. Das tut gut. Jetzt muss ich aber erstmal hier oben alles wieder hinbiegen. Oh, habe ich noch ein bisschen Anbindung da oben. Das ist ja schön. Achso, ja, geht nicht. Nee. Ah, so geht's. Und noch ein Arzt. Ich werde auch gleich ausmachen. Mal. Essen ist ja tatsächlich da. Wir haben eine Überproduktion hier. Ja, gib mir doch erstmal Zeit, was zu bewirken, bevor du protestierst. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Gunst kann ich auch noch ein bisschen schleifen lassen. Schulen brauchen wir. Theater brauchen wir. Vielleicht kommt der Perfekt einfach mal hier rüber. Ja, höher wollte ich euch noch gar nicht. Dann sieht's auch schon besser aus. Ach komm! Ich habe das Gefühl, das machen die absichtlich, um mich zu ärgern. Einmal verkaufen sie mir mehr. Waffen sind schon fertig gekauft.
Nö, warum kaufst du keine Waffen? Das passt noch kurz, das passt auch noch kurz. Danke. Oh ja, da kriegt man noch ordentlich Leute rein. Da haben wir die 80 wieder weg. Da müsste rein natürlich Öl rein, aber... Ich überlege, ob ich eins von den Dingern vielleicht abreißen könnte. Ob es anfängt. Ja. Könnte ich hier tatsächlich noch Öl aufnehmen? Wir haben es ja auch schon. Ich bin nicht froh mit meiner Leistung, weil das fehlt halt. Ja, Akademien kriege ich dann relativ schnell hin. Irgendwas sagt mir, wenn die dann ausgebaut sind, dann gibt es auch wieder Probleme. Importieren. Das geht halt wirklich so extrem aufs Geld bei uns. Wow. Wirklich erstaunt, wie schnell das jetzt unsere Nahrung gekostet hat. 50 Arbeitskräfte ungefähr. Sind die hier voll? Ne, da kommen auch noch welche. Ja, der Imperator ist unglaublich angetan von ihrer Leistung. Er wirkt sie als sein Nachfolger zu erwähnen. Ja. Nachfolger zu bestimmen, ja. Nee. Okay, ich gebe mir mal ein Cäsarengehalt, weil ich es mir wert bin. Wenn man sich angeschaut. Wohnungsmangel verhindert Einwanderung, kann ja nicht sein. Da hinten ist Wohnung. Ich überlege echt, ob ich hier ein bisschen was davon abreiße. So, was hier, das hier zum Beispiel. Och, Mann. Die Dockarbeiter holen ein paar Waren, ja, die wir von einem Lagerhaus gekauft haben. Ich frage mich gerade, von wo holt ihr diese Waren? Das Lagerhaus ist fucking nochmal hier. Scheint ihr nicht zu stören. Anscheinend verliert man nur beim ersten Mal, was? Ja, jetzt holt sie gleich wieder hier. Die holen die tatsächlich da unten? Was stimmt denn nicht bei euch? Die Dockarbeiter holen ein paar Waren, die wir von einem Lagerhaus... Ich bin tatsächlich jetzt im Krankenhaus. Wie könnte ich das Krankenhaus hier noch reinbekommen? Meine, jetzt haben wir es langsam wieder im Griff. Wir sehen hier hinten, in den Arbeitsvierteln. Oh, hier müsste es auch gut gehen. Krankenhaus soll laufen, ja. Mehr dürfen es allerdings nicht werden. Okay, endlich wieder ein Plus. Das ist echt bescheuert, da rennen die wirklich da. Ja.
ich das alles hintersetze, könnte ich das Krankenhaus hier reinpacken. Was mit dem Geschirr? Ich muss halt echt aufpassen, wenn das halt wieder losgeht, dann bin ich gleich wieder an dem Miesen. Weil es natürlich alles immer hier schwerer und teurer gemacht wird. Bitteschön. Qualität ihrer Gebäude. Schnauze. Ich will echt, dass ich diesen Mittelgang einfach mal abreiße. Und vielleicht hier noch ein bisschen was, damit ich einfach Riesengebäude draus machen kann. Wieder. Ja, passt so ziemlich. Das ist gerne die Versorgung. Salve! Ich bringe diesen Korb mit Nahrungsmitteln zum Markt von dieser Dame. Hoffentlich gibt's ein gutes Trinkgeld. Wenn ich mehr Platz dafür hätte, ja. Ist das auch eine mittlere Villa? Will ich? Ich muss. Schön. Genau das, was nicht passieren soll, aber... Können. Bei dir. Wenn ich die abreiße. Ich meine, die Ärsche arbeiten eh nicht. Ich müsste eigentlich wirklich versuchen, dass ich das ein bisschen größer mache, alles. Und die Straße vielleicht einfach nach hier unten versetze. Nein. Ich gebe noch ein bisschen Zeit, bis meine Truppen da sind, ja? Oh, die kommen genau richtig. Warum ist eigentlich später rübergeschmissen worden? Das versteht auch keiner. Muss irgendeine spezielle Kriegstechnik von uns sein. Ich schmeiß die Speere einfach mal woanders hin zur Abschreckung. Fällt das gerade zusammen? Ach, die Kacke. Das hätte ich eigentlich gewollt. Ja, es wird bald klappen mit Geschirr. Aber ich geht's noch. Ich überlege gerade echt, ob ich es wirklich so mache, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Oh, damit er auch keinen Scheiß baut. Und machen wir es einfach mal so, kann ich nicht besser arbeiten. Das heißt, der Barbier. Barbier. Da brauchen wir auch eigentlich nur ein Forum hier. Brauchen wir dich nämlich nicht. Das kann eigentlich alles so bleiben, denke ich mal. Das Badehaus müsste da oben auch reichen. Die brauchen wir nicht.
Ich brauche mal eigentlich nicht. Du hast jetzt haufenweise Güter. Du wirst aber hier drüben wieder gebaut. Hier noch eine Arztverbindung haben sie tatsächlich da oben. Merken wir uns den Mars-Tempel hier. Man kann eigentlich auch hier hin. Sehr schön. Wir bräuchten jetzt natürlich noch mehr Unterhaltung. Schule. Meine. Ah ja, okay, das wird sich ändern, wenn die größer werden. Bildung, Schule, was nicht passieren wird, so, Bibliothek passt. Akademie. Das war nochmal Bibliothek. Weiß nicht, ob die dann zusammenfällt. Unterhaltung, Theater haben sie. Unterhaltung, Amphitheater werden sie auch haben, genau. Kolosseum haben sie. Fehlt bloß noch Hypodrom. Hypodrom kann ich mir jetzt auf jeden Fall aus mehreren Gründen nicht leisten. Okay, ein Wagenbauer. Diese Stadt scheint so weit in Ordnung zu sein. Wie gesagt, Hypodrom kann ich mir echt nicht leisten. Kann ich eigentlich. Frage ist, wo wir es hinbauen. Ja, jetzt werden wir gleich wieder Arbeitskräftemangel haben. Okay. Haben wir schon gesehen. Was ist euer Problem? Schule. Wenn ich euch größer kriege. Zumindest, dass die Schule halt nicht so arbeitet, wie sie müsste. Also wie es in unserem Schulsystem halt so mittlerweile leider Gottes schon fast normal ist. Schule? Mach mal einen Trick. Schon? Oh! So, wenn ich das wegmache und das, reicht das dann schon? Wenn ich hier Gärten hinpflanze zum Beispiel. Ja, perfekt! Nicht so perfekt. Wenn ich jetzt die Gärten hinpacke, dann zieht es wahrscheinlich danach wieder runter, oder? Das ist gar nicht mal so schlecht.
So habe ich mir das vorgestellt. Er hat auf jeden Fall alles, was er jetzt braucht. Wohlstand. Ja, ich wollte gerade sagen, das muss ja eigentlich steigen. Scheiße, warum brauche ich damit einmal so viele Leute? Wo sind denn die ganzen Arbeitskräfte hin? Ach, wahrscheinlich das blöde Hypodrom. Braucht natürlich massig. Habt ihr noch genug zu essen hier? Das sieht gar nicht mehr so schön aus. Wir das noch dazu geholt haben. Ihr lebt in Saus und Braus, wie mir scheint. Nur weil sie nicht einlagern können. Langsam echt mal aufhören. Man fällt gerade ein, ich sollte mal schauen, das ist voll mit Geschirr. Wird schon nicht mehr gekauft, gut. Wird hier noch gekauft. Gut, wie steht es hier uns mit Geschirr? Da ist absolut nichts drin, das ist scheiße. Ich glaube, es gibt auch so eine Art Umrechnung für wie viele Leute ihr wie viel Tempel braucht. Habe ich zumindest das Gefühl. Was war das? Das Krankenhaus brennt natürlich. Natürlich. Nein. Lass die das Ding nicht anzünden. Lösch das. Das jetzt angezündet wäre, das wäre die allgemeine Qualität der Gebäude. Ja, danke. Wirklich vielen Dank. Ach du, leck mich doch am Arsch. Wie ist das denn passiert? Okay. Irgendwas Blödes hat gefehlt, schätze ich mal. Besser so. Das muss doch reichen. Eigentlich doch. Was ist bei euch? Kleine Zelte sind da entstanden. Wahrscheinlich hat die Schule jetzt gefehlt. Ja. Okay, ihr habt soweit alles. Ich gucke noch mal kurz nach der Bildung. Bibliothek ist perfekt immer noch. Dann würde ich gerade sagen Schule. Da hat man halt echt das Problem, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Ich glaube, ich muss mich erstmal da oben kümmern, bevor ich mich hier unten drum kümmern kann, dass es besser läuft. Also ich brauche erst die Arbeitskräfte, vorher kann ich mich nicht um die Luxusbürger kümmern. Ich glaube auch die Schule müsste ich irgendwie anders platzieren.
noch weiter steigern. Hat auf jeden Fall geholfen. Dritte Art von Nahrungsmitteln, okay. Bitte? Ich glaube, das ist gerade das Problem. Das Badehaus ist direkt vor deinem Eingang. Großer Palast. Wird nicht reichen. Nee. Müsste das Lager ist wahrscheinlich noch weiter verschieben. Ist nicht verrückt, was man hier alles tut für diese Kackbürger. Ist natürlich schlechter für die Erreichbarkeit, aber okay, das wird jetzt geleert. Sollte funktionieren. Dann kann ich hier nämlich noch was Tolles hinbauen, um das hier zu verbessern. Ein Palast wird es wahrscheinlich von mir nicht, aber irgendwas anderes Schönes. Ich könnte auch eigentlich das Reservoir ein Stück höher ziehen. Hier in dem Bereich tatsächlich. Da müsste ich... Ja, das ist leer gekriegt. Könnte ich hier noch ein paar Lastfamilien packen? Passt. Wenn ich das aber noch ein Stück höher ziehe. Gut. Noch ein Stück. Und wie haben sie diesen neuen Baugrund genutzt? Ich habe mir noch einen Palast gebaut. Ein Luxuspalast. Genau das wollte ich. Du hast den Platz. Perfekt. Ich hätte es aber mehr toller gefunden, wenn du darüber gebaut hättest. Naja, viel ist ja nicht mehr mit Steigern. Ich könnte Markt noch verschieben, aber ist egal. Das soll für heute reichen. Das war Let's Play Caesar 3 für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao, Wichtlein TV. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.